Ich möchte heute Abend einiges zu der Begrifflichkeit vielleicht und dem Kontext des buddhistischen Psychologie sagen zum Thema der Achtsamkeit. Achtsamkeit, das sagt sich so leicht und das hört sich so recht alltäglich an und vertraut. Wir alle haben eine Vorstellung davon, was das heißt, achtsam zu sein. Wir haben Vorstellungen davon, was es heißt, unachtsam zu sein. Wir verbinden einige Erfahrungen, die wir gemacht haben, mit der Begrifflichkeit achtsam, unachtsam. Und da beginnen eigentlich schon die Schwierigkeiten. Der Buddha gebraucht ein Wort, das nennt sich in der Sprache des Pali oder in der vedischen Überlieferung Smriti, das ist das Wort, und in der Sprache des Pali heißt es Sati. Der Buddha hat ganz wenig neu erfunden und seine Genialität zeigt sich immer darin, dass er Dinge umdeutet. In der vedischen Tradition hat dieses Wort Smriti Besinnung bedeutet. Das hat bedeutet, das, was wir erinnern. Etwas, was überliefert wird und erinnert ist. Der Buddha hat diesen Begriff aufgenommen und er hat ihm einen anderen Bedeutungsumfang gegeben. Lass mich dafür etwas ausholen. Eine der Bedeutungen hat damit zu tun, dass es eine Qualität unseres Geistes gibt, die Dinge registriert. Das ist so selbstverständlich, dass wir es für garantiert hinnehmen. Eine andere Bedeutung ist, dass es so etwas gibt wie eine Kontinuität in unserem Erleben. Das ist etwas, Kohärenz schafft in unserem Erleben. Es ist verschiedene Einzelaspekte unserer Sinneserfahrung in eine Art Bindegewebe packt. Eine dritte Bedeutung ist, dass eine Vielzahl von Sinnesdaten einige in den Vordergrund rücken und andere in den Hintergrund rücken. Eine andere Bedeutung ist jene, dass Sati quasi als ein Medium fungiert, dass ein Sinneserleben, ein Geräusch, ein Klang, ein Gesichtseindruck, ein Geschmack, ein Geruch und für die buddhistische Psychologie wichtig, der sechste Sinn, was wir Verstand nennen würden, in dem sich Dinge ereignen wie Begriffe, Vorstellungen, Bilder, auditive Erfahrungen, dass sich ein solches Sinnesdatum vor unser Erkenntnisorgan hinbewegt. Sati ist etwas, was eine Art Mediumsfunktion hat, das einen Einzelaspekt meines Erlebens quasi transportiert und erkennbar macht, verstehbar macht, einsehbar macht. Wir können Sati anschauen auf seine Qualitäten. Es gibt eine Form von Sati, die ist spröde, dünn, und steif. Es gibt eine Sakti, die bricht ein. Es gibt eine Sakti, die ist geschmeidig. Es gibt eine Sakti, die ist bearbeitbar, die ist überhaupt verfügbar vielleicht. Und ihr versteht sehr schnell, dass das einfache, hausbackene Wort Achtsamkeit nicht wirklich der Sache große Gerechtigkeit widerfahren lässt. Es gibt gute Gründe, wenn wir die Darlegung des Buddha radikalerweise auf irgendeinen Kernaspekt eindampfen wollten, ja, dann könnte man sagen, dass sich die Darlegung des Buddha quasi auf die Kultur, auf die Ausbildung und auf die Anwendung dieser Qualität Sati reduziert. Das ist eine dramatische, sehr gewagte und, Zusammenkürzung der Darlegung des Buddha auf diesen einzelnen Aspekt. Könnten wir machen. Und ihr werdet verstehen, dass der Begriff Achtsamkeit dem nicht ganz gerecht wird. Achtsamkeit, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es ein bisschen so mit Achtsamkeit. Ich habe das gelernt, vor allem, dass man nicht achtsam sein soll. Ja, also Achtsamkeit war immer ein bisschen so eine Art Aufpasspraxis. Ja, wenn man achtsam ist, dann semmelt nichts ab, brennt nichts an, geht nichts verschüttet, wird nichts verschusselt. Ja, das ist, was passiert, wenn man unachtsam ist. Ja, man baut Mist. Und Achtsamkeitsübung heißt, man lernt aufpassen, ne?
Man lernt irgendwie zusehen, dass nichts schief geht. Ja, man kriegt es in den Griff und man bleibt dran und man passt eben auf. Und sehr leicht wird aus einer solcher Art verstandenen Achtsamkeitspraxis eine Art Kontrolltrip, ja, indem wir unsere Über-Ich-Funktionen an uns ausleben und noch ein bisschen besser aufpassen, noch ein bisschen härter zupacken, noch ein bisschen kontrollierter mit uns umgehen. Und das ist sehr, sehr weit weg von dem, was der Buddha gemeint hat mit Bhavana, mit Kultur, Geistesentfaltung, Ausbildung, Entwicklung. Lass mich mit ein paar Begriffen beginnen. Der Begriff Achtsamkeit für Sati und die ganze Breite seiner Bedeutungen hat sich eingebürgert. Ich denke nicht, dass sich das so schnell ändert. Und vielleicht sollten wir es einfach so belassen, wohlwissend, dass der Begriff Achtsamkeit auf Deutsch einen sehr viel engeren Rahmen hat, als das, was Sati in der Herkunftssprache des Pali oder in der Darlegung des Buddha bedeutet. Das englische Wort Mindfulness ist ein Kunstwort. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das hat nicht John Kabat-Zinn erfunden, oder? Sondern es ist von einem Indologen in die Welt gebracht worden, einem walisischen Zivilangestellten, der im Dienst der Seiner Majestät im damaligen Ceylon Dienst verrichtete und auf die Darlegung des Buddha gestoßen ist, vornehmlich weil er mit Klöstern zu tun hatte in Sri Lanka und auf Rechtsfragen kam und die Mönche konsultierte, wie das denn in ihrem Ordensrecht gehandhabt würde. Und über diesen Umweg ist er auf die Sprache des Pali gekommen und das Pali hat er schließlich Zugang zu den Lehrreden des Buddha gekriegt, begeisterte Briefe nach Hause geschrieben, Ende des 19. Jahrhunderts, dass die Lehrreden des Buddha den Dialogen des Platon um nichts nachstünden. Jedenfalls ist seine große Liebe so weit gegangen, dass er es durchgesetzt hat, dass man an den ersten englischen Sanskrit-Fakultäten begonnen hat, Pali einzurichten. Und er hat dann übersetzt, und seine Frau auch, beide sind prägende Gestalten des englischen, der englischen Indologie und haben viel Gutes getan. Und der Mr. Rhys Davies hat den Begriff Mindfulness für Sati geprägt. The full presence of mind. Ja, so dass man die volle Gegenwart seiner geistigen Fakultäten etwas zur Verfügung stellt. Dort kommt dieses Mindfulness her. Ich habe aus meiner eigenen Übersetzungstätigkeit und aus meinem eigenen meditativen Verständnis und dem, was ich von meinen Lehrern mitgekriegt habe, mich auf etwa ein halbes Dutzend Lieblingsbegriffe für Sati einige dieser gewöhnt. Der vielleicht oberste dafür ist der Begriff Gewahrsein. Ich möchte euch einfach bitten, diese Worte aufzunehmen, zu erinnern, und wenn ich brauche sie oft abwechselnd, ich brauche sie weitgehend stellvertretend füreinander. Gewahrsein ist ein großer Begriff. Ein anderer Begriff ist Geistesgegenwart. Ein weiterer ist inneres Augenmerk. Ein weiterer ist Aufmerksamkeit. Ein weiterer ist Vergegenwärtigung. Und natürlich Achtsamkeit. Alle diese Begriffe decken etwas von Sati ab. Keiner hat dieselbe Breite, keiner hat dieselbe Weite. Es ist wichtig zu verstehen, dass jede solche Übersetzung, wenn wir uns auf einen Begriff eingewöhnen, dass Dinge verloren gehen, dass Aspekte verloren gehen. Und dass wir sehr bald einmal die Gefahr laufen, die Vitalität einer Geistesqualität einzudampfen auf irgendwie einen Einzelaspekt davon, den wir handlicherweise übersetzen, weil das der Begriff ist, der bei uns hängen bleibt. Und das ist eine große Gefahr. Das ist nicht nur in diesem spezifischen Punkt eine Gefahr, aber Reduktionismen sind immer eine Gefahr, fast überall. In jedem Wissensbereich, in jedem Praxisbereich ist ein reduktionistisches Verständnis heikle Sache und wird hohe Opfer fordern, sehr bald einmal. Ich bitte euch einfach,
diese Begrifflichkeiten zu euch zu nehmen und euch nicht daran zu stoßen, dass ich sie untereinander austauschen werde. Einige dieser Begriffe sind euch vielleicht eher geläufig oder sind euch lieber. Andere scheinen sperrig oder vielleicht mögt ihr es gerne esoterisch, dann sind sie euch zu esoterisch oder zu wenig, oder sie immer gerne alltäglich, dann sind sie euch gerade alltäglich genug oder eben nicht. Lernt eure Vorlieben kennen und versucht euch zu Rechenschaft abzulegen, was diese Dinge bedeuten. In dem, was die buddhistische Darlegung an Achtsamkeitsschulung anspricht, liegt eine 2500 Jahre alte Weisheitstradition. Das ist ein großer Schatz. Ja, und was wir von dem mitkriegen, hängt sehr davon ab, wie wir daran ranblicken, was wir bereit sind aufzunehmen. Das, was wir auf Deutsch mit Erkenntnis, mit Weisheit, mit Wissen, mit Verstehen, mit Einsicht, diesen fünf Begriffen übersetzen, dafür gibt es auf Pali ungefähr 16, 17 Ausdrücke. Ja, wenn jetzt davon ausgeht, dass Dinge, die uns wichtig sind, viele Begriffe kriegen, ja, wenn ihr darüber nachdenkt, wie viele Schimpfwörter wir haben für Männer oder für Frauen, für Dinge wie Essen und Reden, wie viele Synonyme wir dafür haben, dann könnt ihr davon herleiten, dass offensichtlich in dieser Tradition des frühen Buddhismus Weisheit und Erkenntnis eine sehr wichtige Sache gewesen sind, wenn es eine solche Begriffsvielfalt gibt. Jedes Mal, wenn wir aus dieser Tradition etwas rübernehmen in unsere europäischen Sprachen, dann haben wir weniger Auswahl. Das ist ein Übersetzungsproblem im weitesten Sinne. Ja, wir gehen davon aus, dass das, was übersetzt wird, eine Entsprechung hat in unserer Zielsprache. Ja, die Franzosen haben den Lampenschirm und die Deutschen haben den Lampenschirm. Und das funktioniert ein bisschen anders. Bei den Franzosen schlägt der Lampenschirm das Licht runter als Abajur, und bei den Deutschen schirmt der Lampenschirm eben die Lampe. Ja, das ist ein sehr anderes Konzept, aber wir haben irgendwie gelernt, die meinen das, wenn sie das sagen. Weil es das Ding gibt. Wenn es ein bisschen weiter weg ist, kulturell oder zeitlich, dann wird es schon komplizierter mit Übersetzungen. Und wir können nicht immer davon ausgehen, dass das, was wir zu übersetzen suchen, bereits eine handliche und präzise Entsprechung hat in der Zielsprache. Ich möchte euch einfach bitten, verbeißt euch nicht allzu sehr auf diese Achtsamkeit oder auch nicht zu sehr auf das Mindfulness, wobei das Mindfulness mir eigentlich noch schöner und weiter und völliger ist als das deutsche Achtsamkeit. Und dass wir aus dieser Achtsamkeitsschulung nicht plötzlich eine Art elaborierte Habt-Acht-Übung machen. Ja? Lasst uns schauen, wie diese Achtsamkeit sich manifestiert. Es ist schwierig, darüber zu reden, und es macht vielleicht Sinn, Bestand aufzunehmen, was Elemente sind von Achtsamkeit oder von Geistesgegenwart im Sinne einer buddhistischen Psychologie. Eines davon heißt, es hat etwas mit unmittelbarer Gegenwärtigkeit zu tun. Achtsamkeit ist etwas, was sich verbindet mit Gegenwart. Es ist unmittelbar, es findet jetzt statt. Es hat eine Qualität von Jetztigkeit. Die christliche Tradition hat einen schönen Begriff dafür, das Nunc Stans, ja, das stehende Jetzt. Ja, stellt euch vor, dieses Rollen auf einer Welle, und ihr seid immer, während die Welle weiter rollt, seid ihr an der oben, im Krönchen, ja. Und das Jetzt, das uns geistesgegenwärtig ist, ist einen Augenblick später Vergangenheit und hat in einem anderen Jetzt gewichen. Diese neuerliche Jetzt-Jetzt-Jetzt-Bezug ist eine ganz wichtige Qualität von Achtsamkeit. Ein anderer großer Aspekt von Achtsamkeit ist, dass sie nicht wertet. Achtsamkeit ist nicht begrifflich und daher nicht in unseren Wertekategorien drin. Achtsamkeit ist keine moralische Qualität. Es ist ethisch neutral. Man kann hochgradig unmoralische Dinge tun mit Achtsamkeit.
Ihr könnt einen Banksafe ausräumen, hochgradig achtsam. Wenn ihr die Tendenz habt, Banksafes auszuräumen, dann würde ich sogar sehr viel Achtsamkeit empfehlen, weil ihr macht das viel besser. Und ihr kriegt sehr schnell Schwierigkeiten, wenn ihr das unachtsam macht. Also Achtsamkeit ist eine vorbegriffliche Qualität. Sie wertet nicht, sie hat keinen Wertebezug. Sie ist unmittelbar. Achtsamkeit ist immer an etwas dran, das wir noch nicht genau wissen. Es hat eine Randqualität. Es ist nicht sicher. Es ist nicht sicher, wo es genau hingeht. Wir sind immer an der Kante von etwas Neuem, von etwas Unverstandenem, es hat etwas Experimentelles. Ja. Es ist der Ort, wo Lernen stattfindet, wo Erkenntnis stattfindet. Es macht Achtsamkeit, wenn wir wirklich achtsam sind, macht wenig Konzessionen an unser Erfahrungswissen. Achtsamkeit ist, und das mag erstaunen vielleicht in einen oder die andere von euch, Achtsamkeit ist hochgradig intentional. Es ist sehr intentional, wenn wir in diesem Jetzt-Erfahren drin sind. Wenn wir nämlich nicht intentional sind, dann wird die Achtsamkeit des Geistes vereinnahmt und treibt mit einem Gedankenfluss, treibt mit dem nächsten Sinnesreiz, treibt weiter. Die große Drift, die stattfindet, indem unsere Sinnestätigkeit Achtsamkeit bindet und die Verarbeitung dieser Sinnestätigkeit unsere assoziativen und diskursiven Prozesse in Gang setzt, neigt dazu, dass wir uns in einer zunehmenden Abstraktion von unserer unmittelbaren Erfahrung bewegen. Seht ihr, da wo wir unmittelbar erfahren, ja, da sind wir sprachlos. Die Welt der Unmittelbarkeit spricht von einer Soheit, spricht eine direkte, fraglose, anschauliche Wirklichkeit. Dort sind wir sprachlos, wir haben keine Begriffe. Um über das, was uns widerfährt, nachzudenken, um es überhaupt bedenken zu können, um es mitteilen, um es aufzuschreiben, um es irgendwie zu korrelieren mit Erfahrung, müssen wir weg von dieser Unmittelbarkeit auf eine Abstraktionsebene. Buddhistische Psychologie spricht von dieser Abstraktionsebene, benennt sie als Wahrnehmung. Ja, der erste Schritt davon ist Wahrnehmung, der zweite ist Vorstellung. Aber der erste unmittelbare Moment, in dem wir ein Sinnesdatum erfahren, sei es in den fünf äußeren oder in unserem mentalen Sinn, ist vorsprachlich. Wir sind in einer grunzenden Soheit drin an dem Ort und wir können nichts darüber sagen, außer ah, so, so ist es, so, so, so. Und sobald wir was darüber sagen können, gelingt uns das zwar, aber wir haben ein Stück von dieser Unmittelbarkeit bereits eingebüßt. Je mehr wir darüber reden können, je besser wir es korrelieren mit unserer Erfahrung, je präziser unsere Begrifflichkeit anspringt, umso weiter weg sind wir. Das ist nicht schlecht. Es ist einfach, wir haben keine Wahl. Wir müssen auf beiden Ebenen leben. Da oben sind wir abstrakt, enthüllt, entkernt, in zunehmender Wirklichkeitsfremde von dem, wovon wir zu reden vorgeben. Da unten sind wir in tiefster Anschaulichkeit dran, unmittelbar, aber ohne Perspektive. Versteht ihr? Was folgt, ist, dass wir hin und her hüpfen, hin und her pendeln. Und dieser Akt findet statt mit Achtsamkeit. Die Achtsamkeit nimmt uns immer wieder zurück auf diese unmittelbare Ebene, schafft den Aktualitätsbezug. Je tiefer wir in unseren Abstraktionsprozessen drin sind, umso mehr ist die Welt, in der wir leben, eine alte Welt. Es ist eine Welt, in der wir alles schon wissen, alles schon kennen, in der wir im Grunde genommen nie über den Erkenntnisstand hinaussehen. Das ist eine tückische Sache. Wenn ich nur das weiß, wenn ich nur das mitkriege, was ich eh schon weiß, dann bin ich in einer sehr prekären Situation. Dann bestätigt mir meine Welt überall, wo ich hinblicke, bereits, was ich im Grunde mitbringe. Ja, das ist sehr katastrophal für jeden Lernprozess. Andererseits,
in dieser unmittelbaren, an dieser unmittelbaren Kante zu leben, ist sehr prekär auch, ja. Es ist nicht ganz leicht, dort zu sein. Weil ich hab's gerne sicher und ich hab's gerne vorhersehbar und ich möchte gerne wissen, ob das Wasser heiß oder kalt aus der Leitung kommt, wenn ich mich drunter stelle, ja. Versteht ihr? Wir haben genug Anlass, Vergänglichkeit zu fürchten. Nicht nur die Vergänglichkeit der draußen, der Vorfrühling, der wahrscheinlich einem Frühling Raum macht und vielleicht sogar eine Besprechung von Sommer und so, sondern ich weiß auch, das Wesen, das sich da hier als der Protagonist erlebt, das ist auch vergänglich. Ja, es ist nicht nur die Natur da draußen, die vergänglich ist, sondern es ist diese eigenartige Ausstülpung, die hier als das Zentrum der Dinge zu agieren scheint, die ist auch vergänglich. Ja? Diese Welt wird mir dunkel unter meinen Sinnen eines Tages. Das ist mir klar, tief drin in meinen Knochen. Und ganz viel meiner Energie ist darin investiert, dass ich angesichts dieser Vergänglichkeit dennoch Dinge tue. Dass ich dennoch lebe, dennoch atme, dennoch liebe, dennoch mich ernähre, dennoch sinnstiftenden Tätigkeiten nachgehe. Ja? Also diese Vergänglichkeit, die setzt uns ziemlich zu. Und wir haben uns ein paar Sachen eingerichtet. Eine der Sachen, die wir uns eingerichtet haben, ist, wir haben ein Bedürfnis nach Kontrolle, nach Stärke, nach Solidität, nach Vorhersehbarkeit, nach dem Gefühl, ich weiß, was lang geht, ich weiß, was Sache ist, ich bin ein Experte. Das lässt mich zurückziehen auf meine Erfahrungswerte. Nur, leider kann ich dort nicht glücklich werden. Ich kann auch nicht frei werden. Ein Freund, der sich über meine Faszination für Geschichte lustig gemacht hat, hat mir zugeflüstert, eines Tages, Unterrichtsstunde, studiere Historie und Trost wird dir zufallen. Das Gegenteil davon ist wahr, weil es gibt keinen Trost in der Geschichte. Seht ihr, es gibt keinen Trost in der und keine Sicherheit im Gewussten. Da, wo Wachstum stattfindet, da ist es immer dort, wo ich eigentlich nicht gerne bin. Das Pflänzchen der Erkenntnis wächst immer in einem Bereich, wo ich nur sehr ungerne hingehe. Genau genommen gehe ich dort nur hin, wenn es mir irgendwo weh tut, wenn ich genug Leidensdruck habe. Erst dann bin ich bereit, meine Sicherheiten zu riskieren und mich in ein Gelände vorzuwagen, in dem ich nicht weiß, was Sache ist und in dem ich ein paar meiner Gewissheiten aufs Spiel zu setzen bereit bin. Diesen Pfad von Erfahrung, die ihren Wert hat, und von meiner Bereitschaft zu schauen, was jetzt wirklich gerade stattfindet, ob das, was ich zu wissen glaube, in der Tat so verbindlich und so gültig ist, wie ich mir einrede, diesen Pfad, den machen wir mit Achtsamkeit. Diese Untersuchung, diesen kontinuierlichen Aktualitätsbezug, ist etwas, was uns die Achtsamkeit vermittelt. Man sagt mir, und ich bin da vielleicht nicht der Berufenste, dass es in unserem Neurokortex eine Partie gibt, die sich extra mit einem Gegenwartssegment abgibt, ja. Etwa 7 Sekunden. Und diese Partie meines Hirnes ist offensichtlich fähig, in andere Bereiche dieses Hirnes starke neuronale Bindungen auszuformen. Buchstäblich. Überprüfbare neuronale Vernetzung. Das ist nicht irgendetwas, was Meditationslehrer sagen. Das ist etwas, was man nachmessen, nachprüfen kann, wo kluge Leute drüber schreiben. Und das ist eine Art kontinuierlicher Neubezug zu einer Wirklichkeit in jedem Bereich dieses Hirnes ausstrahlt. Versteht ihr? Dass wir lernen können auf jeder Ebene. Für einen Buddhisten wie mich bedeutet es nichts anderes, als dass Erleuchtung ist fest verkabelt in unser Grundsystem. Das ist eine tendenziöse und zweifellos voreingenommene Auslegung dieses Faktums, aber ich finde sie sehr erbauend, ja, dass da, wo ich bereit bin, in einem Gegenwartsbezug mein scheinbares oder tatsächliches Wissen zu aktualisieren, neu zu ordnen, neu zu prüfen, dort findet Wachstum statt. Buchstäblich. Nicht nur moralisches oder ethisches oder psychologisches Wachstum, sondern neuronales, messbares, nachprüfbares Wachstum. Das mit diesem Gegenwartsbezug, und das ist die gewaltige Botschaft in der Achtsamkeitsschulung, findet
eine Umwälzung meiner Erfahrung statt. Der Protagonist, den ich gelernt habe zu sein, aufgrund von Erfahrungen, die ich dann erinnere, die ich in einer Persönlichkeitsstruktur organisiert habe und die letztlich immer leidensanfällig ist, die letztlich immer vergeht, die letztlich immer beleidigt wird von jemandem oder widerlegt oder nicht genug respektiert oder nicht gelobt, nicht genug anerkannt wird. Diese Persönlichkeitsstruktur kann nach und nach untersucht und aufgelöst werden und einer tieferen Form von Wirklichkeit Platz machen, wenn ich bereit bin, dieses Bewusste, dieses Erfahrene zu riskieren, indem ich meine Aufmerksamkeit richte auf das, was jetzt wirklich stattfindet. Das Jenseits, das mich herauswagen aus dem Schattenwurf meiner Selbstverständlichkeiten. Lass uns nochmal zusammenzählen. Intentionalität, es ist schwierig, gegenwärtig zu sein. Es ist nicht leicht. Wenn ich einfach da sitze und nichts tue, dann träume ich. Ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich träume, ich fantasiere, ich denke. Der hausgewohnte Geist, ich vermute, bei euch ist es nicht wesentlich anders, ist ein Geist, der das, was er kennt, weiter verarbeitet, neu arrangiert. Ja? Ich kann da sitzen und die x-te Version meiner Biografie darlegen. Ja? Oder ich kann wenn ich gut gelaunt bin, ja, Geschichte ist ja immer die Perspektive des Chronisten, nicht? Wenn ich gut gelaunt bin, scheint mir mein Leben eine glückliche, privilegierte Folge von geistreichen Tätigkeiten, wunderbaren Begegnungen und ja, es geht mir gut. Und wenn ich in den Knien bin und schlecht gelaunt bin, dann ist mein Leben nichts anderes als eine groteske Anhäufung von Scheitern und Fehlentscheiden, die sich auf eine Schnur aufreihen und einfach eine Idiotie nach der anderen, ja, sinnlos, anstrengend, freudlos, ja. Und es hat alles sehr, sehr, es ist irgendwie dasselbe Leben, ja. Das ist derselbe Geist und es ist einfach ein anderer Modus. Und beides behauptet von sich, das ist Wirklichkeit. Und ich kann wie kein anderer meine Schwächen aufzeigen und ich kann wie kein anderer meine eigenen Scheitern dokumentieren und all das, was mir widerfahren ist. Und ich bin sicher, ihr könnt es auch. Die Achtsamkeit, die Geistesgegenwart, lässt uns eine offene Weite erfahren, eine Art zeitloses Gewahrsein, indem wir aufhören, Bilanz zu ziehen. Indem wir aufhören zu sagen, okay, das war's, jetzt weiß ich, was Wirklichkeit ist. So ist es. Das bin ich. Und das bist du. Und das ist die Welt. Ja. Und so geht's. Mit diesem Bezug, und das ist eine Vielzahl von Handwerk, von Intentionalität, von Geduld, von Herzenskraft, die da reinspielen, ist es möglich, ganz viele aufgelaufene Verkrustungen zu lösen. Es ist dort, wo ich glaube, Heilung herkommt. Es ist dort, wo ich weiß, dass Wachstum herkommt. Und darum geht's. Wie man das macht, im Einzelnen, ist etwas, das wir zusammen mehr üben werden. Für heute Abend wäre ich einfach dankbar, wenn ihr euch diesen Begriff Achtsamkeit etwas aufweitet und den quasi immer in Anführungszeichen löst. Ja? Achtsamkeit meint mehr, als das Wort im Hausgebrauch vermittelt. Gewahrsein, da gibt es eine räumliche Dimension dazu. Meditationsübung beginnt oft mit Körper und so, und es scheint nahezulegen, dass das Gewahrsein ein Objektgewahrsein ist. Ja? Und das ist wahr. Aber es gibt neben dem Objektgewahrsein auch ein Feldgewahrsein. Es gibt eine räumliche Kategorie für Achtsamkeit. Wenn ihr es ganz simpel wollt, sprechen wir über Achtsamkeitskultur oder Schulung. Fast immer in zwei verschiedenen Modi. Der eine ist, dass wir den Raum, in dem diese Aufmerksamkeit oder diese Achtsamkeit sich, über den sie sich erstreckt, erweitern. Ja, dass wir sagen, das ist, jetzt interessiert mich nicht nur der Ich-Raum, sondern mich interessiert auch der Du-Raum. Wie geht's dir denn überhaupt?
während ich mal so von meinem Nabel aufblicke quasi und ich konstatiere, hey, das sind ja auch andere, ja, schau an, die haben ja auch so eins wie ich da drin, mein Gott, wie geht's denen damit, ja? Wie sind die denn auf diese Nummer gekommen? Ja, das muss ja auch nicht leicht sein, du zu sein, ja, wenn ich mir dich so anschaue. Ne? Das kann ja auch nicht leicht sein, deine Nummer zu legen, mein Gott. Ja? Also es gibt einen Raum für diese Aufmerksamkeit. Es gibt nicht nur eine punktuelle Objektsorte von Gewahrsein, ja, die sich auf Dinge richtet, die sich stärkt oder diese Dinge untersucht, sondern es gibt ein Feldgewahrsein. Da erkenne ich, ich halte einen Zipfel eines Feldes, ja, aber da halten noch andere Leute andere Zipfel. Viele sogar. Und die andere Ebene ist die von Zeit, ist die von Dauer. Nicht die Aufmerksamkeit aufweiten räumlich, sondern die Aufmerksamkeit erweitern temporal. Ja, wir gehen über etwas hinaus. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema in buddhistischer Achtsamkeitsschulung, weil, wie sich herausstellen wird, ist unsere Aufmerksamkeit höchst selektiv und voreingenommen. Und in dieser Voreingenommenheit und Präselektion hängen wir sehr schnell ab. Es gibt eine Achtsamkeitsökonomie, es wird sehr gebuhlt um unsere Achtsamkeit. Und wir wissen, Achtsamkeit ist finit, sie ist endlich. Der Tag hat 24 Stunden und dieses Wesen hier hat nur ein beschränktes Maß an Energie. Und was es mit seiner Achtsamkeit macht, wird zu seiner Erfahrung. Das, woran ich meine Achtsamkeit verwende, das wird meine Erfahrung. Das ist die nüchterne Botschaft. Wenn ich mich mit Dingen abgebe, die meine Achtsamkeit stärken, die mich erbauen, die mich mit Wirklichkeit oder mit einem Mehr an Wirklichkeit verbinden, dann scheint dieses Leben an Wesentlichem zu gewinnen. Und wenn meine Aufmerksamkeit, wenn ich erlaube, dass meine Aufmerksamkeit sich mit Dingen abgibt, die weniger und weniger mit Wirklichkeit oder mit Wachstum oder mit Wendung zu Heilsamen zu tun haben, dann wird auch das meine Wirklichkeit. Versteht ihr? Das, woran ich erlaube, dass meine Achtsamkeit geht, wird mein Leben letztlich. Es ist so einfach. Sati ist Leben. Jetzt, die Geschichte der Dauer ist interessant, weil wir durch eine Reduktion unserer Achtsamkeit bestimmte Aspekte unseres Lebens ausblenden. Um es vorwegzunehmen, bei angenehmen Dingen haben wir eine Neigung, das Ende auszublenden. Wir haben eine Neigung, den Aspekt, wo diese beginnen und zunehmen, diesen Aspekt, den erachten wir als wichtig. Und bei Dingen, die unangenehm sind, da interessiert uns vor allem das Aufhören. Es interessiert uns vor allem ihr Endstück. So bei angenehmen Dingen ist eine sehr große Neigung des Geistes, den Anfangs- und den Kulminationsaspekt einer Erfahrung, ja, die Erdbeere, die ich mir in den Mund stecke, die ist interessant am Anfang, nicht dort, wo der letzte Geschmack langsam aufhört auf meinem Papier. Das ist nicht so interessant. Es ist die Steigerung, die Zunahme, natürlich die Vorfreude und dann die Blüte des Geschmacks auf meiner Zunge. Das ist interessant. Schon wenn es ein bisschen abnimmt, ist es nicht mehr so interessant. Ich werde nach der zweiten langen. Beim Zahnweh ist es umgekehrt. Dort interessiert mich vornehmlich, wann es aufhört. Ja. Das Anfangen fasziniert mich überhaupt nicht. Es ist interessant, es aufhört und verschwindet. Und in beiden Fällen haben wir gelernt, unsere Aufmerksamkeit quasi wie zuzuspitzen. Ja. Wir spitzen sie zu, wir sind voreingenommen auf den Bereich, der uns interessiert. Und diese Zuspitzung unserer Aufmerksamkeit auf einen Einzelbereich einer Erfahrung, das ein Erfahrungsphänomen, das so seinen Bogen schlägt, seinen Zyklus fährt, lässt uns mit einem eigenartig verkürzten Wirklichkeitsbild. Wir leben in einer Welt, in der wir nie ganz alles auf den Schirm kriegen. Und das ist sehr fatal, weil die Welt hält sich leider nicht an unsere Techniken und überrascht uns dann doch mit ihrer eigenen Choreografie. Ja, und manchmal werden Dinge beendet und das Universum hat so seine Tricks, wie es uns unsere Tricks vor Augen führt. Und das ist dann meistens schmerzlich, es ist plötzlich, es ist überraschend.
Wir plädieren auf Unschuld, wir plädieren auf, ja, wir suchen mildernde Umstände, aber so habe ich doch das nicht gemeint, ja. Wenn was aufhört oder wenn was plötzlich im Haus landet, das wir uns nicht vorgestellt haben. Und diese Sachen sind meistens mit großen Schmerzen verbunden und Einbrüchen in unserer Biografie und unserem Leben. Deshalb macht es Sinn, dass wir unsere Aufmerksamkeitsübung ausdehnen, in Dauer. Nicht nur auf den Teil, den wir als angenehm etikettiert haben, sondern bereit sind, über das vielleicht nicht so spektakuläre hinaus, in das definitiv unspektakuläre hinein auszuweiten. Gut, darf ich schnell aufmachen und sehen, ob es irgendeine Klärungsfrage gibt. Ich würde gerne hier absetzen, noch 2-3 Minuten mit euch still sitzen und euch dann entlassen. Allerdings bin ich, da ich neu bin hier mit euch, darauf angewiesen, dass wir uns verständigen, und ich würde gerne irgendwie sehen, ob ich ankomme. Hi. Ja, ich habe eine Frage. Bitte. Ja, du hast davon gesprochen, von dieser Erfahrungsebene. Und ja. Weggehen von dieser Erfahrungsebene in die diskursive, assoziative Ebene. Aber auf eine bestimmte Art und Weise kann ich ja wieder dieses Selbst, ein Objekt meines Gewahrseins werden. Und damit komme ich dieser Schlanke. Ja, ja, es gibt Auswege. Du hast völlig recht. Wenn ich das so dargestellt habe, dass es gnadenlos und auswegslos sein. Nein, nein. Die Dinge, die uns auf Sinnesebene berühren, alles, was ich hören, riechen, schmecken, sehen, ertasten, denken, mir vorstellen, erinnern und planen kann, hat die Neigung, dass ich es als angenehm oder unangenehm erlebe. Und es hat die Neigung, dass ich es mir versuche zu veranschaulichen. Ich versuche es mir irgendwo einzuordnen. Dass der Geist, was er über seine Sinne erfährt, versucht, in Begriffen von Bedeutung zu ordnen, ist eine Grundsache. Der Buddha ist da sehr klar. Das, was mich auf Sinnesebene tangiert, das affiziert mich. Und das stimuliert mein Denken. Ich kann nicht auf die Dauer ohne eine Verbegrifflichung meiner Welt leben. Der Punkt ist auch nicht, das zu verhindern. Es ist sehr nützlich. Ich sitze hier und rede mit euch über relativ komplexe innere Vorgänge, und ich mache das mit Hilfe meines Denkens unter anderem. Und ich appelliere an euer Denken in diesem Prozess. Das könnten wir nicht tun, wenn wir auf dieser unmittelbar anschaulichen Ebene ausschließlich beheimatet werden. Allerdings ist alles, was ich euch sage und alles, was ihr dazu denkt, nutzlos, wenn ihr nicht das Anschauliche und Unmittelbare wiedererkennt. Die Frage ist nicht das eine versus das andere, sondern bessere Pendeldiplomatie zwischen den beiden und eine Erklärung, was das eine vermag und was das andere vermag oder eben nicht. So wie es steht, sind wir sehr kognitiv überdreht. Ja, unsere Kultur und unser Hintergrund scheint uns vornehmlich auf einer kognitiven Ebene auszubilden. Und wir suchen Lösungen auf vornehmlich dieser Ebene. Und das ist eine Herausforderung, ohne eine Verteufelung des Intellektes und des diskursiven Geistes vorzunehmen, eine Zurechtrückung eines Zugangs zur Wirklichkeit, der in einer anschaulichen Erfahrung von Unmittelbarkeit geerdet ist, zurückzukriegen. Es gibt Tricks, es gibt Hilfsmittel, keine Sorge. Ich habe ganz fasziniert zugehört und sehr eingeleuchtet hat mir, dass in unserem deutschen und englischen Sprachgebrauch diese Ausdifferenzierung, ich sage jetzt mal von Achtsamkeit in Richtung, fehlt, dass wir vielleicht 5 Begriffe haben, während die 15, die alten, ja, 15 Begriffe haben. Das hat mich erinnert daran, dass wir in Deutschland vielleicht 4 oder 5
Bezeichnung für Schnee haben, während es in Grönland 17 gibt und in anderen Gebieten von Alaska, glaube ich, 16. Dass also dort, wo die Not es erfordert, dann eine Differenzierung gibt. Das ist genau der Punkt, ja. Gut. Ich danke für euer Zuhören.